Moin, moin Party People und herzlich willkommen zur nächsten Folge Age of Empires 2. Das letzte Mal haben wir die Mission Die Jungfrau von Orléans abgeschlossen. Heute geht's weiter mit der mit den Aufräumaktionen im Loretal, Loartal. Ich weiß es nicht. Wir werden es jetzt vielleicht gleich hören. Wir starten mal direkt rein. Orléans, 14. Juni. Die Rettung von Orléans war zwar für unsere Feinde eine Niederlage, doch nur eine unbedeutende. Immer noch gehört den Engländern die Hälfte Frankreichs. Unglücklicherweise konnten wir wochenlang nur unsere müden Füße pflegen, während sich die Ratgeber des Dauphins stritten. Joanna war durch diese Verzögerung verärgert und stellte das Heer wieder auf. Sie redet nur noch von ihrem Auftrag, die Engländer aus dem Königreich zu vertreiben. Johannas Wille ist immens. Unter ihrem Banner hat sie geächtete Räuber und Betrüger versammelt und sie in Patrioten und Helden verwandelt. Unter diesen Männern ist auch Lahir. Bekleidet mit einer gewaltigen gepanzerten Rüstung, treibt er die Männer mit lauten Flüchen und seinen Fäusten an. In Pathé wird er ausreichend Gelegenheit haben, sich an den Engländern auszulassen. Pathé ist das Tor zum Tal der Loire. Die Engländer haben es genommen, während ein gewaltiges Heer unter der Führung von Sir John Falstaff das Land verwüstet. Joanna führt uns nach Pathé, um die englischen Festungen einzunehmen. Dennoch müssen wir eine Konfrontation mit Falstaffs Heer vorerst vermeiden, bis wir stark genug sind, seinen Veteranen entgegenzutreten. Ja, alles klar. Wollen wir mal gucken, was wir machen müssen? Zerstören Sie mindestens 3 britische Burgen. Johanna muss überleben. 3 britische Burgen zerstören. Heidewitzgeier, Kapitän. Das ist aber auch nicht so die leichteste Aufgabe. Ich will etwas erledigen. Okay. Er spricht komisch. Mit Hilfe dieser Schiffe können wir die Loire überqueren und alle englische Kriegsschiffe erledigen, auf die wir treffen. Wow! Ich hab grad noch so dran gedacht. Wäre vielleicht eine ganz runde Sache, wenn da. Naja, wenn. Wenn der uns nicht töten würde, ne? So. Und du mal hier rüber. Wie groß ist denn die Loire? Ah ja, hier kann ich schon wieder runter. Das ist gut. Dann bitte einmal ausladen. Und wieder zurück. Muss ich denn eigentlich hier jetzt was abbauen oder? Das Blut an Lahirs Schwert ist schon fast trocken. Ja, habe ich verstanden. Ist okay. Ja. Bonjour. Okay, einer passt noch rein. Geh du mal rein. Wollte schon sagen, das ist ja noch nicht voll beladen. So. Einmal hier rüber wieder. Und ausladen hier. Lad aus. Bleibt ihr mal hier stehen. Versucht ihr mal hier reinzukommen. Und der Rest geht dann hier rein. Und ihr geht hier rüber und ladet hier aus. Dann haben wir das nämlich schon mal geschafft. Dann sind wir über den Fluss drüber. Perfekt. Was ich jetzt mit euch mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht stelle ich euch erstmal wieder hier rüber. Vielleicht brauche ich euch später noch an einer anderen Stelle. Ich weiß es ja noch nicht. Das sehen wir dann, Freunde.
Natürlich auch den Fluss ein wenig weiter erkunden. Mal sehen. So. Meine Ziele. Johanna muss überleben und zerstören sie mindestens 3 Burgen. Mindestens 3 Burgen? Mindestens 3 Burgen. Wollen wir mal gucken, wo wir irgendwas finden? Ne? Was ist mit ihm hier unten, ihmchen? Okay. Hier ist scheinbar jetzt nichts mehr. Versuch doch mal hier hinzukommen. Okay. Ihr geht weiter. Ah, Schäfchen. Sehr schön, die kann ich auch alle mitnehmen. Aber ich muss mir doch bestimmt eine Zivilisation aufbauen, oder? Oh, hier sind Feinde. Zivilisation aufbauen, das ist vielleicht an dieser Stelle entweder voll dumm oder voll klug. Kann ich ein Dorfzentrum schon bauen? Nein. Wird erstmal ein Holzfällerlager gebaut, bitte. Nein, bin nicht angegriffen. So. Ihr stellt euch mal hier auf. Ihr stellt euch mal hier auf. Das ist Lahir. Ihr stellt euch mal mit hier auf. Holz. Ach, Holz haben wir ja genug. Du baust das Dorfzentrum. Bitte hier hin. Ach, warum geht das nicht? Weil ihr hier steht, ne? Geht doch mal hier rüber. Warum kann ich kein Dorfzentrum errichten? Hallo? Warum geht das nicht? Hä? Warum kann ich denn kein Dorfzentrum errichten? Ich bin da jetzt gerade hier wirklich so ein bisschen überfragt. Warum kann ich denn kein Dorfzentrum errichten, um Gottes Willen? Eine Mühle kann ich bauen. Ja, dann bau doch hier erstmal eine Mühle hier hin. Das war gut. Haha. Schon mal einen da drauf gegangen. Sehr schön. Warum auch immer ich das verstehe ich nicht. Warum kann ich kein Dorfzentrum bauen? Guck mal, die sind hier weitergefahren. Wenn ich jetzt hier nach euch hier oben schicke. Und dann stellt euch mal hier hin. Sehr schön. Dann kannst du jetzt mal daher gehen und die Schafe dingsen. Und du machst das Gleiche. Weil Nahrung brauchen wir immerhin. Oho. Da gibt es einen Fight. Und der zu Ende ist. Sehr schön. Gut. Oh, die Boote sind am Ende angekommen. Kann der auch noch da fahren? Ich glaube nicht. Ah, oh, da ist ein Gegner. Ja, hier, nee, ihr fahrt mal wieder hier rüber. Ich würde aber jetzt gerne trotzdem mal einen 100 Steine. Habe ich doch alles. Hier kann ich eins bauen. Okay, dann baue ich das Dorfzentrum hier. Dann ist es okay. Dann war das nur, weil hier alles krumm und schief ist, weswegen ich nichts bauen konnte. Wo habe ich Schafe gefunden? Wenn ich Glück habe, kommen die sogar hier an. Wenn ich Glück habe.
Wenn nicht, dann ist es halt so. Aber ich habe sie theoretisch erstmal gefunden und sie können ein bisschen der Karte aufdecken. Das ist da auch schon mal viel wert, Freunde. Ja, bleibt ihr mal hier stehen. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt, dass ihr das hier abdeckt. Sobald das Dorfzentrum dann fertig ist, das hier können wir schon mal entwickeln. Die doppelschneidige Axt. Ah, da sind ja die Schäfchen schon. Sehr schön. Mit ihr ich mal da. Das ging immer flott. Ja gut, so weit waren sie wirklich nicht entfernt, ne? Ah, die Axt ist fertig. Das ist gut. Das ist hervorragend. Suchen wir mal so ein kleines Dörfchen aufzubauen. Das, was wir jetzt ganz dringend brauchen, ist definitiv Dorfbewohner. Und davon auch eine ganze Menge. Wir werden uns wahrscheinlich mit Mauern hier versuchen abzusperren, hier so. Wenn das irgendwie funktioniert. Ihr geht mal hier hin. Ja, hervorragend. Und du machst jetzt nochmal weiter Holz. Auf jeden Fall hier. Ganz wichtig. Erstmal. Ja. Greif den an. Muss ich mal gucken, wie ich die jetzt am sinnvollsten aufstelle. So, das muss erstmal an Häusern reichen. Da habe ich 15, 30, 40. Ja, es reicht aber trotzdem nicht. Ja, da muss ich vielleicht doch noch ein paar Häuser machen gleich. Ist leider ein bisschen schade. Ja gut, 40 Plätze plus 5 Dorfzentrum. Habe ich erstmal ein paar Plätze offen. Muss trotzdem nochmal 2 Häuser bauen. Auf jeden Fall jetzt erstmal. Ja, 2 Häuser. Das wäre, glaube ich, ganz hilfreich. Das wird doch wohl hoffentlich Ziel des Spiels sein, ne? Burgunderfeindlich, britenfeindlich, Falstaffs heerfeindlich. Ja, okay. Ich wollte aber eigentlich was anderes. Nämlich das hier. Wenn die. Ja, die können Belagerungskanonen entwickeln. Dafür brauchen wir eine Universität, in der wir Chemie entwickeln. Und dann können wir die in dem Waffenstand-Dings bauen. Das ist schon mal gut. Die Häuser gefallen mir eigentlich nicht so sehr an der Stelle dort drüben. Was ich nochmal gucken wollte mit dem berittenen Speer. Halte mal hier hin. Ich will mal gucken, was hier ist. Weil wenn da der Gegner hinter ist, müssen wir auf jeden Fall als erstes hier eine Verteidigung bauen. Aber das scheint mir wirklich nur der Hafen zu sein, oder? Mit dem Hafen können sie mich aber schon ordentlich ärgern, glaube ich. Mal nach da oben. Ob hier was Schönes ist. Ja, nein. Nix. Das ist gut. Oh. Hier ist der Feind. In der Nähe. Macht Holz. Okay. Ich würde jetzt gerne mit den Armbrustschützen einmal die hier ein bisschen ärgern wollen. So, jetzt kann ich hier 10 Stück. So. Bringt ja gar nichts, das ist ja nur ein Tümpel. Scheiße. Mit Nahrung machen bitte. Und ihr greift hier an.
Auch wenn ich Gefahr laufe, dass sie uns dann angreifen. Nicht so tragisch. Jawohl. Oh oh. Okay. Bitte wieder hier zurück. Ja, ihr seid beides Holzfäller, das passt. Den muss man mich jetzt angreifen. Direkt. Und dafür hätten sie ja schon, ne? Auch du machst Holz. Du bist der Bautyp. Baust aber jetzt nochmal. Nochmal drei Häuser. Du machst mit bei der Nahrung. Das ist schon mal nicht schlecht. So, jetzt als nächstes, die jetzt rauskommen, die nächsten drei, die werden hier Gold machen oben. Gold. Ist schon mal nicht verkehrt, glaube ich. Ja, ich werde angegriffen. Lauf, Bau. Ja. Was soll das denn? Einfach hier so angreifen? Das geht ja gar nicht. So. Drei Goldspackos reichen, glaube ich, erstmal. Nahrung bitte. Jetzt habe ich halt eben die Frage. Theoretisch. Du hast auch noch Holz. Die Frage theoretisch, wie schaut das Ganze aus? Sollte ich denen hier vielleicht jetzt mal so ein paar... Ja, komm hier. Jawohl. Den stelle ich mal so ein paar hier hin. Könnte die hier verteidigen. Das ist gut. Nein, nein, nein. Wir sind mal ein bisschen weiter hier unten. Sonst kommen die gleich wieder an. Da habe ich keinen Bock drauf. Erstmal hier den Goldabbau ein bisschen fördern. Das ist schon mal gar nicht verkehrt. Auch hier die Schubkarre. Okay. Muss ich jetzt natürlich was überlegen. Und haben nämlich jetzt nichts mehr. Gut, Felder. Jetzt geht's an die Felder. Von dem Feld runter. So. Du noch? Und du natürlich auch noch. Ist sie wenigstens hier direkt dabei. So. Okay. Jetzt ist halt eben die große Preisfrage. Habe ich mir hier noch ein paar Dorfbewohner hin? Ja, mache ich. Nochmal 5. Ich brauche es ja auf jeden Fall. Von daher ist es, glaube ich, okay, dass ich so viele mache wie möglich. Aber für die Nahrung werde ich jetzt beispielsweise auch noch 4-5 Fischkutter bauen. Der erste ist nämlich dafür da, um mir jetzt den Hafen mal zu errichten. Handeln kann ich ja leider nicht. Dahin bitte.
Weil ich ja keine Verbündeten habe, deswegen kann ich nicht handeln. Vielleicht noch einer, der mit auf Gold geht, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Angriff. Hier war noch einer. Ja, wenn ihr euch jetzt wieder verpieselt, ist es okay. Perfekt. So. Dann gehst du auch noch mal ein bisschen Gold mit abbauen. Und du machst auch Gold. Das geht dann so. Wenn er nur durch will, ist es okay. Nein! Wieder zurück, bitte. So, da habe ich noch einen. Soll der auch noch Gold abbauen? Oh, unbedingt Steine hier irgendwo in der Nähe. So, auf jeden Fall. Ich brauche Fischkutter, nämlich insgesamt 1, 2, 3, 4, 5. Und die werden entlassen hier drauf. Ich werde nämlich gleich anfangen abzubauen. Aber Nahrung wird noch ein wichtiger Punkt sein, deswegen gibt es für dich hier auch nochmal ein Feld, was du anlegen kannst. Und zwar hier. Genau, ihr könnt dann auch kuddern, das ist okay. Hier sind genug Leute am Goldabbau beschäftigt. Ich fördere jetzt schon mal den Steinabbau. Aber ich muss jetzt unbedingt mit dem Speer Steine finden. Es geht nicht anders, Freunde. Ohne Steine, wir können keine Brücken, ist klar. Burgen errichten. Ohne Burgen ist scheiße. Ich brauche noch Gebäude, ne? Ja, ich brauche noch Gebäude, deswegen geht das nicht. Okay. Aber den schicken wir erstmal weiter los. Steine suchen. Gut. Hier kann mal was gebaut werden in Bezug auf Verteidigung. Nämlich hier kann ich schon mal oben unser Arsenal hinbauen. Eine Kaserne. Dann das und auch den Stall direkt dabei. Das ist doch schön. Er findet keine Steine. Ist schlecht. So, auf jeden Fall ist es nicht gut. Und hier wird wahrscheinlich schon der Gegner sein. Es ist schon mal gut, dass jetzt der Fischkutter auch da ist. Irgendwo Steine um mich. Ein bisschen vorzubereiten, dass ich Steine besorgen kann. Das Einzige, was ich natürlich machen könnte, ist einen Marktplatz bauen und Steine kaufen. Entschuldigung, ich habe mich gerade ein bisschen verschluckt. Oh, Schäfchen. Schäfchen sind sehr schön. Kommt mal mit hier. Wo dümpelt er jetzt rum? Achso, hier unten. Schießanlage gebaut, sehr gut. Ich glaube, wir müssen uns wirklich dann die Steine kaufen. Marktplatz. Ja, es führt wahrscheinlich wirklich kein Weg dran vorbei, ne? Naja, wir gucken mal. Vielleicht finden wir ja noch irgendwo was. Aber ich weiß es nicht.
So, die Dinger sind gebaut. Das ist wunderbar. Dann kannst du aber jetzt auch bitte noch eine Schmiede bauen. Oh, mein Akku von meinem Headset ist mal wieder leer. Entschuldigt mich kurz, ich muss es gerade neu verbinden. Ja, erledigt. Wenn ich das jetzt gebaut habe, ich meine, Gold haben wir dann erstmal schön was drinne, das ist ja alles gut und schön, aber ändert nichts daran. Also wirklich gar nichts. Ach du Scheiße, das habe ich hier ganz vergessen. Jetzt werden meine Schiffchens hier versenkt. Ah, Kacke. Habe ich hier gar nicht dran gedacht, dass die. Jetzt habe ich kein Holz. Kommt erstmal zurück. Jetzt habe ich wirklich kein Holz dafür. Angriff. So ein Dreck aber auch. Brauche Holz, Freunde. Wo ist das nächste? Wo ist die nächste Galeere? Oh Mann! Oh, ist das jetzt aber auch öselig gerade mal. Alter. Geht du mal dahin, da, runter, da. Sehr schön. Wo sind meine ganzen Arbeiter am Holz? Kann nicht sein, dass ich aktuell nur diese paar Holzarbeiter habe. Dafür habe ich nicht genug Holz. Ah, ein Teufelskreis. Jetzt aber. Dahin. Und du machst auch damit. Bisschen Holz machen. Ihr müsst natürlich auch ein bisschen verdeutlicht werden. Deswegen werden euch hier diese Mannen zur Seite gestellt. Sehr schön. Also, Freunde, es wird eigentlich Zeit, gleich einen Marktplatz zu bauen. Haben wir hier irgendwo untätige Dorfbewohner? Kann man das hier nicht nochmal nachgucken? Rautenförmige Gefechtskarte? Nein. Untätiger Dorfbewohner, habe ich keinen. Das ist gut. Ich überlege gerade wirklich, ob ich diesen Hafen hier hinten zerstören soll. Wie viel Schaden hat er denn vorhin gekriegt? Nein, sie werden angegriffen. LOL. Willst du mich doch verarschen? Oh, ganz, ganz böse von dir.
So, könnte wieder. Ja, dann der Angriff, da drauf. Okay, wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Okay, wir brauchen jetzt die Burg. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen jetzt hier die Burg errichten. Passte es, was es wolle. Wir haben jetzt keine andere Wahl. Ich brauche ganz dringend die. Du mal hier drüben. Kann ich so langsam mal sterben? Okay, er will nicht. Einfach nur dahin. Kann ich entwickeln. Sind sie vielleicht ein bisschen stärker? Wo werde ich angegriffen? Arschen, Alter. Du willst mich doch voll komplett verarschen! Ich schick dich so ins Wassergrab. Ohne Witz. Was ist das? Macht Schiffe widerstandsfähige gegen Beschuss, ja. Wo werde ich denn jetzt wieder angegriffen? Nein, 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 nein! Macht euch einen eigenen kaputt. Was für ein Gebäude stand hier? Oh, das ist jetzt ganz beschissen. Hier, bau mal bitte einen Marktplatz. Einfach hier hin schnell. Fuck! Alter, 3, 4, 5. Fuck you. Ich glaube, ich habe den Krieg jetzt verloren, oder? Ja. Komm. Das ist erstmal okay. Wo kommt ihr denn her? Angriff auf die Dinger. Ah, Kacke. Egal. Besiegt ist besiegt. Gerade mal. Ah, scheiße. Was soll er mal machen? Okay. Ich muss Steine kaufen. Eine Burg. Baut jetzt alle daran mit. Geht schneller. Ist vielleicht jetzt taktisch gesehen, was ich bisher gemacht habe, wirklich nicht allzu klug gewesen, ne? Aber wir hatten das ganze Ding schon noch hinbiegen, denke ich. Sehr schön.
So. Freunde. Können wir anfangen, hier was zu machen, ne? Ich meine, wenn das nur Nahrung kostet. Einfach dumm ist nicht zu machen. Nahrung, Gold. Das ist aber akzeptabel. Okay. Ne, ihr Dorfbewohner macht jetzt weiter Gold. Hier haben wir jetzt erstmal eine Burg, mit der wir uns verteidigen können. Mich dünkt, dieses Bauernmädchen sollte zu ihren Schafen zurückkehren. Oh, dünkt dich das wirklich, Mr. Falstaff? Auf jeden Fall, liebe Freunde. An dieser Stelle machen wir für heute Schluss. Und gucken mal, dass wir das nächste Mal in die Offensive gehen können. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Und vor allen Dingen ein Abo, wenn ihr keine weiteren Folgen mehr verpassen wollt. Wenn euch etwas nicht gefallen hat oder Kritik habt, gerne in die Kommentare. Ich lese mir das gerne durch. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.